Ja, herzlich willkommen, Matthias Schrader. Matthias, wir haben in den ersten beiden Folgen viel über Blockbuster-Produkte gesprochen, die Nutzerverhalten, Märkte, Organisationen verändern. Heute würde ich gerne einige Beispiele dafür diskutieren. Das Paradebeispiel schlechthin ist ja das iPhone, jedenfalls was das Nutzerverhalten und auch was die Märkte angeht. Apple selbst hat sich vermutlich durch das iPhone gar nicht so stark verändert. Aber was können wir von Apple und dem iPhone lernen? Ich glaube, dass was Apple mit dem iPhone seit 2007 geschafft hat, ist in vielen Dimensionen total interessant. Also auf den ersten Blick ist es ja so, dass man sagt, oh, nicht schon wieder Apple, nicht schon wieder das iPhone als Beispiel. Das ist zu weit weg. Aber trotzdem glaube ich, dass es hilft, sehr viele Mechaniken zu verstehen und das iPhone auch immer wieder als Lackmustest zu machen, wenn man so übliche Fallen eintritt. Also das Erste, was ich beispielsweise spannend finde, was hat Apple mit dem iPhone eigentlich nicht gemacht? Vieles, was Dirk als Cargo-Kult bezeichnet, also wenn man gängiges Mainstream-Startup-Verhalten simuliert, genau das hat Apple ja nicht gemacht. Also es ist eben nicht mit einem Minimal Viable Product beispielsweise gestartet. Es ist nicht in einer Kultur der Openness entstanden, sondern in einer Kultur der Security und des Geheimnisvollen ist das iPhone entwickelt worden. Übrigens wie der erste Mac ja auch. Zur Produkteinführung und auch begleitend im Marketing spielte Social Media gar keine Rolle. Zumindest keine orchestrierte Social Media im Sinne eines eigenen Social Media Teams, was diesen Social Media Content halt kreiert hat. Also all das. 2007 ja noch nicht so weit wie heute. Naja, wir haben die Next 2006 gemacht, die erste Next, und das war eigentlich schon der Beginn der Web 2.0-Welle. Ne? Wir sind ja 2003 mit dem Fischmarkt-Blog begonnen. Also die ganze Blogkultur entstand ja in der Zeit und war 2007 schon 2-3 Jahre am Start. So, all das hat ja Apple nicht gemacht, sondern es ist eigentlich eine sehr klassische Produktentwicklung gewesen, also typisch Apple, also im Geheimen, in der Security, in der völligen Überraschung ist dieses Produkt entstanden und dann zum Blockbuster geworden. Und wenn ich sage, dass deshalb das Beispiel auch ganz gut hilft als Lackmustest, dann im Sinne, muss ich eigentlich immer das machen, was andere auch machen. Also muss ich in diese Logik rein, der Offenheit, des Minimal Viable Products, muss ich mein Produkt sofort auf GitHub stellen und so weiter und so fort. Also deshalb hilft es, glaube ich, ganz gut nochmal zu schärfen, was ist eigentlich das adäquate Vorgehen und Produktvorgehen in der Entwicklung für mich selber. Wenn ich Beispiele sehe, die extrem erfolgreich waren in den letzten 10 Jahren, die all diese eigentlich Standardprozeduren, die wir jetzt überall sehen, eben nicht machen. Also das ist das eine, was ich an dem Beispiel iPhone super interessant finde. Das andere ist, glaube ich, dass Apple die Plattformeigenschaft des iPhones ja auch selber völlig unterschätzt hat. Ich habe mir erst vor ein paar Monaten nochmal so die iPhone-Keynote nochmal angeschaut von Steve Jobs. Wie wurde das Produkt eigentlich eingeführt? Was war eigentlich die Story und das Mantra? Und das waren damals drei Themen. Es war ein Telefon, ein iPod, ein Safari-Browser in einem Gerät, das iPhone. Das hat er immer wieder wiederholt. Der Browser, das Telefon, das iPod. Das war. Und das Thema Apps spielte zur Marktentführung 2007 überhaupt keine Rolle. Es war auch überhaupt Entwicklerseite vom Developer-Kit überhaupt nicht vorgesehen, dass unabhängige Entwickler Apps bauen, sondern es gab die Möglichkeit, in dem Browser so ganz einfache Anwendungen zu entwickeln. Und das gesamte Thema der App-Economy, die dann
gigantisch groß wurde und die ganze Entwicklung eigentlich des Smartphone-Sektors ja unglaublich beflügelt hat, durch die neuen Use Cases, die auf einmal möglich waren. Ja, der Über-Use Case, der Netflix-Use Case, der Facebook-Use Case und so weiter, das war ja 2007 überhaupt nicht intendiert und war in der Form auch eigentlich gar nicht möglich, ja, weil der Browser eben viele Dinge, die ich in einer Applikation, einer App machen kann, gar nicht anbot. Das hat Apple damals ja völlig unterschätzt. Also Apple wurde, glaube ich, von den Möglichkeiten, Potenzialen des Produktes halt auch, glaube ich. Das war denen zum Zeitpunkt des Marktstarts gar nicht bewusst. Und ich glaube, das hat Apple mittlerweile gelernt, dass diese Plattform-Eigenschaft von Produkten das eigene ist. Also ich glaube, ohne diesen Schwenk ein paar Monate nach der Vorstellung ein SDK herauszugeben, um native Applikationen zu entwickeln, hätte es diesen riesigen diese riesigen iPhone-Erfolg gar nicht gegeben. Also diese Plattformeigenschaft, die dann auf einmal sich ausprägte in dem Produkt, wird, glaube ich, dann einmal der zweite sehr große Hit. Also ich kam aus einer Kultur, Konsumgüter herzustellen, erfolgreiche Gadgets herzustellen und wurde dann mit dem iPhone eigentlich zu einem Plattformanbieter noch in einem viel, viel stärkeren Maße, als es mit iTunes und dem iPod absehbar war. Auch da gab es ja schon plattformartige Züge, nicht? Also ich brauchte für den iPod damals eben das nötige Futter und habe es halt geschafft, die großen Majors hinter mir zu bringen und das Chick- und Egg-Problem, was ich ja bei jedem Plattformprodukt habe, zu lösen. Also ich habe ja immer jedes Plattformgeschäftsmodell ist ja immer ein Two-Side-Business. Und die Frage ist immer, wie löse ich am Ende des Tages das Chick- und Egg-Problem, was eine harte Lösung ist. Und das hat Apple, glaube ich, in den 2001er Jahren einmal mustergültig gelöst. Und das ist dann nochmal eine andere Diskussion später, aber wenn man das schon mal vorweggreifen kann, ist das, was nachher die Airbnbs später machten, haben die sich alle an Apple orientiert. Was hat Apple gemacht? Sie sind am Anfang sozusagen, sind sie auf der Service-Seite, haben sie ihre Kompetenzen ausgeprägt und gesagt, das ist eigentlich der Einstieg, wo ich das Chicken-Egg-Problem lösen muss, nämlich auf der Angebotsseite. Sie haben am Anfang nicht sich darauf konzentriert, die Consumer auf die Plattform zu holen und dann zu gucken, kriege ich jetzt auch die Industrie auf die Plattform, sondern sie haben erst die Major-Label-Contracts gemacht. Also sie haben erst die 4, 5 großen Major-Labels sozusagen unter Kontrakt gebracht mit ihrem Produkt, hatten dann das Angebot und dann kamen die User. Das haben wir später alles bei Airbnb und bei allen anderen Plattformen später genau den gleichen Effekt gesehen. Ich muss erstmal in diesem Plattformgeschäft das Angebot halt bauen. Und insofern gab es schon 2001 die Anzeichen von Apple, wie könnte so ein Plattformmodell halt aussehen. Aber am Ende des Tages war es sehr limitiert. Es war die Musikindustrie, es waren die 5 Major-Labels, später dann ergänzt durch die Independent-Labels. Und dann war das Angebot da und die Konsumenten halt kamen. Und dann gab es halt so kleine Momente wie beispielsweise Nike Plus in den 2004er Jahren, 2003, 2004, wo man sehen konnte, so eine Plattform wie der iPod und iTunes ist auch in der Lage, sich zu öffnen. Es ist nicht nur der Musik-Use-Case, sondern es ist auch der Sport- und Laufen-Use-Case und ich kann so einen kleinen Plastik-Schrittzähler sozusagen in den Turnschuh halt einbauen. Da gab es schon mal so kleine Zeichen, wie so ein Plattformmodell aussehen kann. Bei der Markteinführung 2007 des iPhones stand das aber überhaupt nicht erkennbar und auch vom Software Developer Kit eigentlich im Vordergrund. Also man hat es da eigentlich nicht gesehen. Die Möglichkeiten waren im Browser halt sehr limitiert. Die Entwickler haben es eingefordert. Es kam dann das SDK und die App-Ökonomie explodierte. Es wurden in kurzer Zeit Milliarden Umsätze gemacht und das iPhone wurde halt immer attraktiver, weil es immer bessere Apps gab, ob es die Games waren, aber auch natürlich beliebig andere Use Cases, die auf einmal auf dem Smartphone
möglich waren. Und ich glaube, das hat Apple völlig unterschätzt. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, dass bei den transformationalen Produkten diese Plattformeigenschaft eine ganz wesentliche ist und man sich sehr viel Gedanken darüber machen muss, welche Rolle spielt die Plattformeigenschaft eigentlich, wie wichtig ist es. Ich glaube nicht, dass es das allerzentralste Moment ist eines Produktes, aber es ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines jeden transformationalen Produktes. Und dass ich mir auch schon beim Produktdesign oder beim Service Design sehr gut überlegen muss, wie löse ich das Chicken und Egg Problem, um am Ende des Tages halt für beide Seiten der Plattform hochattraktiv zu sein. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie hätte das iPhone oder die Markteinführung noch erfolgreicher sein können, dann, wenn man von vornherein gleich mit dem App Store an den Start gegangen wäre? Oder ist das eigentlich eine hypothetische Frage, die heute jetzt nicht mehr so spannend ist? Also Apple musste ja, das war ja eigentlich Apple untypisch im Grunde, dieser Schwenk, diese plötzliche Offenheit zu sagen, so, wir haben jetzt das SDK, wir haben jetzt dann den App Store und jeder Entwickler kann entwickeln. Ja. Das hatte damals ja auch einige Beobachter überrascht, dass Apple diesen Schwenk dann da macht und sozusagen von dem eher geschlossenen Produkt, was sie am Anfang ja gelauncht haben, dann sehr schnell in Richtung sehr großer Offenheit. Also es ist immer noch manchen nicht offen genug natürlich. Der App Store wird immer noch stark von Apple sozusagen kontrolliert. Kuratiert. Aber es hat ja doch durchaus einen Wechsel. Also es war ja ein deutlicher Wechsel der Strategie da innerhalb von relativ kurzer Zeit gleich am Anfang. Ja, also das ist, glaube ich, eine interessante Diskussion. Ist es offen oder geschlossen? Also ich glaube, man kann tatsächlich auf den App Store gucken, so wie du es eben antizipiert hast, dass man sagt, Apple hat eigentlich das iPhone und das Apple-Ökosystem geöffnet mit dem App Store. Und es war ein Akt der Offenheit gegen eine geschlossene Welt. Aus einer anderen Perspektive entstand daraus aber eine geschlossene Welt. Und das, was Apple eigentlich vom Produktdesign 2007 mit dem iPhone gelauncht hat, war eigentlich eine sehr offene Welt. Weil die offene Welt hieß einfach das Web, der Browser. Und eigentlich war das ja die alte Google-Ideologie, sich ganz stark auf den Web-Use-Case zu fokussieren und zu sagen, eigentlich ist in dem Browser die Offenheit halt drin, also bis zum Betriebssystem. Also ich kann auf Chrome, bis zu Chrome OS, also ich kann daraus sogar ein Betriebssystem halt bauen. Aber im Grunde genommen eine offene Plattform zu haben, auf der beliebige Use-Cases halt möglich sind. Weil wir kamen ja historisch nochmal aus einer geschlossenen CompuServe AOL-Welt. Ja, das war ja die alte Welt, die irgendwann 94, 95 zu Ende ging. Aber wir haben ja von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre in einer geschlossenen Welt gelebt. Also entweder waren die Hürden so hoch, dass es Terminal-Anwendungen waren, also ich musste tatsächlich sozusagen mit der Konsole ins Usenet gehen, oder aber ich hatte halt ein kuratiertes, konsumentenfreundliches Interface, was von Anbietern wie CompuServe oder eben AOL kuratiert wurde. Das waren ja die alten Walled Gardens. Und der Webbrowser von Marc Andreessen 94 mit Mosaic und später einem kommerziellen Produkt mit Netscape demokratisierte ja im Grunde genommen das Internet. Und ich hatte auf einmal ein Mainstream-Interface. So, und das war 94, 95. Und ich glaube, und das war halt extrem erfolgreich und darauf hat sich ja auch Google dann nochmal so 2002, 2003 immer wieder fokussiert, dieses Ökosystem zu fördern und auch darin zu investieren, weil das eigentliche Geschäftsmodell von Google mit Search lebte genau von diesem offenen System, weil die Search, die Suche ja umso wichtiger wird, je offener sozusagen das Web ist und je mehr Inhalte es halt dort gibt und es keine zentrale Instanz gibt, die das Internet halt kuratiert. Ja, und wenn es halt ein total dezentrales, demokratisches System ist, wo alle gleichberechtigt sind, dann brauche ich irgendjemanden, der dann eine Transparenz und eine Suche herstellt. Also Google war und ist umso erfolgreicher, je offener und transparenter dieses System ist. Und Apple, das ist total interessant, kam dann 2007 und ich setze nur auf den Browser. Ich habe keine App. Ich fange nicht wieder an, ein geschlossenes System zu bauen mit dem App Store, wo ich kuratiere, sondern ich habe ja den offenen Safari-Browser, der
auch immer der modernste Browser ist. Auch heute ist ja der Safari durch iOS immer viel moderner als der Desktop-Browser. Ob das JavaScript ist, CSS und so weiter, immer das modernste Browser-Erlebnis habe ich ja immer auf den iOS-Devices letztendlich. Das ist halt super, eigentlich super interessant. Und sie haben sich eigentlich auch für die Offenheit entschieden. Sie bietet aber aus einer Konsumentensicht natürlich nicht das Optimum an User-Experience. Ja, weil ich natürlich im Browser immer Einschränkungen habe. Das fängt halt bei dem Browserrand an, das fängt bei den Möglichkeiten an, auf die Hardware-Eigenschaften des iPhones zuzugreifen. Also ich kann eben nicht auf das Mikrofon, auf die Kamera, auf die Sensoren. Das konnten nur die geschlossenen Apps auf diese Sensoren zugreifen. Ich habe immer wieder den Login, also wie kriege ich den State eigentlich gesichert, dass ich mich nicht einloggen brauche, sondern dass einfach eine Instant-Personalisierung, Instant-Login drin ist. Wie kriege ich die Latenz schneller, also wenn ich dieses, ich surfe, ich scrolle, ich klicke und dann habe ich immer die Latenz, wenn der HTTP-Request halt aufgebaut wird, was so 1-2 Sekunden dauert. Und das habe ich natürlich in einer nativen App, fehlt diese ganze Latenz. Deshalb ist natürlich die User Experience in so einer geschlossenen App unendlich besser eigentlich als in einem Browser. Und die Entwickler haben deshalb das SDK gefordert, bekam es dann ja auch. Und es entstand dann aber eigentlich durch die Offenheit von Apple, den Entwicklern das SDK zu geben, entstand eine neue geschlossene Welt. Ja, also das ist ja das Paradoxale. Es entstand das geschlossene App-Ökosystem, was von Apple kuratiert wurde. Und in diesem geschlossenen System prägten sich dann wieder neue Killer-Use-Cases aus, wie beispielsweise Facebook. Ja, den unglaublichen Anteil haben der mobilen Use Cases auf dem Smartphone, sodass halt ganz, ganz viel Nutzerzeit, die von diesen 150 Griffen eines Users auf das Smartphone eben dem Facebook-Franchise gehört, ob das nun Facebook ist, Instagram ist oder WhatsApp ist, sozusagen, und nicht mehr Apple. Also das ist im Nachhinein, glaube ich, schon echt interessant zu sehen. Das stimmt. Und wenn man jetzt sozusagen fragt, was kann man für die Produktentwicklung daraus lernen, dann heißt es ja auf jeden Fall auch frühzeitig schauen, so was fehlt eigentlich, was verlangt der Markt, das dann eventuell auch zu liefern schlichtweg und damit die Plattformeigenschaft zu stärken oder zumindest in diesem Fall ja dann die Grundlage zu legen für den wahnsinnigen Erfolg, den das iPhone hingelegt hat. Ja, ich glaube, also das sind, glaube ich, für mich sind es an dem iPhone einfach diese zwei Key-Learnings. Das eine ist, nicht jedes Mantra mitzumachen, also muss alles total agil sein, muss alles total offen sein, sondern Produktentwicklung kann auf viele Art und Weise am Ende des Tages erfolgreich sein und auch genau es anders zu machen als der aktuelle Mainstream kann zu extrem erfolgreichen Produkten führen und es muss immer adäquat sein zur eigenen Kultur und zu dem, was für eine Art von Produkt und zu der Ambition, die ich habe, passt es. Es gibt ja auch Startups im Stealth-Mode, die seit 3, 4, 5, 6 Jahren in diesem Modus sind. Weil am Ende des Tages muss das Produkt, wenn es dann halt auf den Markt kommt, einfach perfekt sein. Und das Zweite, was ich extrem wichtig finde, und was das iPhone-Beispiel nochmal sehr stark gezeigt hat, dass diese Plattformeigenschaften extremst wichtig sind und dass ich immer überlegen muss, wie kriege ich eigentlich eine Plattformeigenschaft in das Produkt reingewebt und wenn ich diese Plattformeigenschaft halt durchdenke und das versuche, das Chicken-and-Egg-Problem zu lösen, muss ich immer von der Service Seite kommen, also von der Angebotsseite. Ich muss erst dafür sorgen, dass geeignetes Angebot auf dieser Plattform ist. Und dann kann ich letztendlich halt die Konsumenten heranführen. Also ich muss jetzt mit dem iPhone-Beispiel, im iPod-Beispiel erstmal die Musikindustrie haben und dann ist es interessant für die Konsumenten. Ich muss erst auf dem Smartphone die entsprechende Sensorik haben, die APIs haben, ich muss das Developer-Kit haben, dass es den Entwicklern Spaß bringt und dass es sexy ist, für die auf dieser Plattform halt zu entwickeln, dass sie selber sich überlegen, welche Use Cases sind dann eigentlich interessant und kann dann letztendlich halt ins Customer-Facing gehen und dann kann ich es halt dem Markt halt anbieten. Ja.
Ich merke gerade, wenn man mit Apple und dem iPhone einsteigt, dann hat man natürlich jetzt ein wahnsinniges Riesenthema. Das, dagegen sieht jetzt alles andere, was man sich angucken kann, natürlich irgendwie klein aus. Ja, daran bist du jetzt schuld. Genau, das habe ich jetzt verbockt. Also Apple ist in vieler Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Das ist, glaube ich, klar. Das gibt es nicht noch ein zweites Mal so in der Form. Wenn man sich Beispiele aus Deutschland anschaut, die uns ja auch so ein bisschen näher liegen im eigenen Markt, beispielsweise, was auch schon einige Jahre, glaube ich sogar im gleichen Jahr oder ein Jahr später gelauncht wurde als das iPhone, Car2Go, dann kam Moovil dazu. Was hältst du von diesen Beispielen? Sind das transformative Produkte? Ja, ich finde es erstmal super sympathisch und es sind tolle Use Cases. Also der Car2Go Use Case. Es ist ein exemplarischer Blueprint, weil die eigentliche Idee, Carsharing zu betreiben, ja eine Idee war, die eigentlich total oldschool ist. Ne? Die war ja schon so aus den 70er und 80er Jahren bekannt. Es gab, ob das jetzt in Städten war, wo man keinen Parkplatz hatte, wo es Geld knapp war, aus ökologischen Bedürfnissen und so weiter und so, wo man sagte, man hat in Nachbarschaftsbeziehungen, teilt man halt ein Auto. Und das war immer extrem umständlich, weil wie teilt man halt ein physisches Produkt, weil man keine digitale Infrastruktur hat. Man muss andere physische Produkte halt sharen. Also den Schlüssel muss man sharen, man muss telefonieren, einer muss es organisieren. Es gibt kein zentrales Repository und so weiter. Also es ist extrem kompliziert. Abrechnung ist ein Thema dann. Ja, also es ist glaube ich, ein guter Grund, Nachbarschaften sozusagen zu sprengen und auseinander zu dividieren, mit dem Carsharing anzufangen. Mit dem mobilen Device und der mobilen Infrastruktur waren all diese Probleme auf einmal weggeblasen. Ja, ich brauchte keinen Autoschlüssel mehr. Ich brauchte keine, man konnte das Management in die Cloud verlagern und so weiter und so fort. Also extrem charmant, diesen Kerngedanken des Carsharings komplett und stringent durchzudigitalisieren. Aus jeder Hinsicht, glaube ich, ein wirklich, wirklich smarter Move. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Moovil daherkommt, wahrscheinlich nicht. Oder doch, Moovil? Also ein smarter Move. Ne? Also smart, ja, wegen dem Smart-Fahrzeug, ja, ist ein smarter Move. Lass ich mir gleich patentieren. Zu dem Brand Moovil sage ich, glaube ich, auch noch was. Ich finde die nicht gut. Insofern ist das, glaube ich, ein Use Case, der auf der einen Seite auf der Hand liegt, auf der anderen Seite aber auch schade ist, dass er so beschränkt ist. Ja, also das ist so ein Smart Car2Go in einer Stadt zum Laufen zu bringen, stelle ich mir als einen unglaublich auch aufwendigen Prozess vor. Also man muss ja erstmal die Fahrzeuge in die Stadt bekommen, man muss mit den Städten Deals machen, dass man die gemeinnützigen oder die Parkplätze nutzen kann. Man muss Kamera überzeugen, dass dieser Business Case irgendwie auch für die Stadt halt aufgeht, dass die Ökobilanz stimmt. Man muss das marketingseitig, also extrem hoher Aufwand, am Ende des Tages doch für eine kleine Nutzung. Also, ne? Also das ist ich nutze selber Car2Go, aber und immer wenn ich den Service nutze, bin ich hochzufrieden mit dem Service, aber nutze ihn doch in der Regel halt selten und nicht täglich. Es sei denn, man verzichtet auf das eigene Auto, was ich noch nicht tue, aber und trotzdem fehlt irgendwie so diese Plattformeigenschaft, dass man eine Fantasie entwickelt. Jetzt hat man so ein Vertical, so einen Use Case, den hat man jetzt. Also man ist auf der man gehört zu den Top 20 Apps eines Nutzers. Und wie kann ich jetzt eigentlich eine Plattformeigenschaft mehr ausprägen? Also wie kann ich da mehr Geschäftsmodell, mehr Relevanz eigentlich reinbauen in diesen Service?
Und das ist irgendwie nicht erkennbar, dass das halt passiert. Insofern finde ich da schon eine gewisse Limitation in dem Car2Go-Konzept. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Muttergesellschaft, Moovil. Ich glaube, es ist die Mutter, es ist nicht die Schwester. Es ist die Muttergesellschaft, Moovil. Wo schon mehr spürbar ist, da ist mehr drin. Also wo es um das gesamte Thema der City-Mobilität geht. Also wo ich auch meine Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr lösen kann, Fahrrad buchen kann, das Bike buchen kann und so weiter und so fort. Und das steht irgendwie so nebeneinander. Ich hab so Car2Go und ich habe Moovil, jetzt muss ich die Moovil-App nehmen oder die Smart. Also es ist nicht integriert. Das ist auch, glaube ich, für den Konsumenten erstmal so nicht sichtbar. Und ich glaube, da muss man sehr stark in Vereinfachung denken, dass man das jetzt in zwei Apps aufspaltet, verstehe ich entweder falsch oder ich habe es noch nicht so richtig durchdrungen. Und auch von der Marke ist es halt komisch. Also Car2Go ist ja die viel stärkere Marke, weil man sie auch überall sieht im Stadtverkehr. Und warum heißt das andere dann nicht, keine Ahnung, X2Go, Cross2Go oder was auch immer. Und dann hat man das, aha, so ist das irgendwie zu verstehen. Also genau, wenn man jetzt... Das Beispiel, was ja viel später kam, aber viel präsenter ist, zumindest international, ist Uber. Mit dem Uber-Brand habe ich dann einfach Uber X und dann habe ich das ganze Uber-Franchise-System eigentlich. Und eine App und kann dann einfach sehen, in jeder Stadt, welchen Service von Uber gibt es dann in meiner Stadt und was ist gerade eigentlich relevant. Und dann wähle ich sozusagen aus. Und das ist etwas, was ich in dem Konstrukt fairerweise gar nicht so richtig verstehe. Ja. Was man sich ja überlegen könnte, also zum einen, Mercedes hat ja nun auch noch, also die, oder Daimler hat ja noch ganz andere schöne Fahrzeuge. Das hat ja BMW mit Drive Now hat das ja anders gelöst. Da gibt es ja eine größere Palette an Fahrzeugen. Das wäre so natürlich ein Schritt. Aber wenn man über Plattformeigenschaften redet, ist natürlich auch die Frage, warum überhaupt sich auf das Mercedes-Universum beschränken. Also warum nicht viel mehr Hersteller irgendwie mit an Bord holen und damit auch mehr Masse da auf die Straße bringen insgesamt. Also ist natürlich immer die Frage, rechnet sich da das Geschäftsmodell dahinter? Aber so ist es tatsächlich auch in der Wahrnehmung recht limitiert. Also ich habe genau ein Auto, das sich im Grunde ja auch hauptsächlich für Kurzstrecken eignet und im Wesentlichen ja selbst nur auf die Zentren der Ballungsräume sich beschränkt. Also selbst in Außenbezirken ist es ja häufig nicht verfügbar. Insofern recht limitiert tatsächlich als Ansatz. Aber das ist eben die Frage an Daimler, warum sie es so gemacht haben. Genau, also ich habe ja in den Mobilitätsthemen die unterschiedlichsten Use Cases. Man kann es ganz direkt halt mit Drive Now halt vergleichen. Da hat ja nach meinem Eindruck die Funktion halt des Carsharings hat ja auch dort die Nebenwirkung, vielleicht ist es sogar die Hauptwirkung, Showroom zu sein für die neuen Fahrzeuge. Ja, also ich kann mir vorstellen, da jetzt keine konkreten Zahlen, weil ich das an meinem eigenen Erleben mache, bin ich schon den i3 beispielsweise, der erstmal so ein Umdenken halt erfordert, da sind wahrscheinlich viel, viel mehr Leute mit dem i3 gefahren in einem Drive-Now-Kontext als eine offizielle Probefahrt bei BMW mit dem i3. Also man lernt diese neuen Fahrkonzepte einfach kennen oder das Go-Kart-Feeling des BMW Minis. So, das erlebt man einfach in den Drive-Now-Situationen, also man hat diesen Effekt letztendlich halt der verlängerten Probefahrt eigentlich oder der alternativen Probefahrt. Da fehlt der Anschluss eigentlich in das Autohaus. Das ist ein Vermissenserlebnis auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja das gesamte Car2Go-Thema auch eine Kooperation mit Europcar, DriveNow, die Six-Kooperation. Und auch da wäre die Verlängerung in das Mietwagenprodukt. Ne? Also dort, wo ich dann außerhalb des Car2Go-Vertragsgebietes wäre, ist ja dann eigentlich der Anschluss halt an einen normalen Mietwagenprozess. Und auch da ist die User Experience ja nicht anschlussfähig. Ne? Man könnte sich ja vorstellen, dass dann halt die Fahrt zum nächsten, keine Ahnung, zur nächsten Europcar-Station ist kostenlos und dann alles ist vorausgefüllt und ich spare nochmal sozusagen diesen Mietprozess und kann dann gleich in den nächsten Mietwagen sozusagen einsteigen. Also da gibt es überall halt Brüche, die, glaube ich, so nicht sein müssten.
wo man wirklich aus dem einzelnen Use Case eines Carsharing-Prozesses innerhalb einer Stadt doch den Verkehrsträger sozusagen wesentlich flexibler wechseln könnte, einerseits, und B, für die andere Gesellschafterseite, den Autohersteller, auch aus dem Thema alternative Probefahrt, nenne ich das jetzt einfach nochmal, auch mehr Wert schöpfen könnte. Also unterm Strich, ist das ein Produkt mit transformativer Kraft oder eher nicht? Ich glaube schon, weil ich glaube, dass das Thema Carsharing auf jeden Fall in den Köpfen der Konsumenten unglaublich viel verändert. Ich glaube, ich sehe das an meiner Tochter schon, so die Frage: Führerschein ja, aber nicht sofort unbedingt mit 18. Und dann die Frage: Brauche ich eigentlich ein eigenes Auto? Also diese Frage wird schon ernsthaft natürlich gestellt. Sie hätte die Frage mit ja beantwortet, weil sie Auto fahren wollte, und viele Carsharing-Mietwagenangebote gelten ja dann erst ab 21. Also man muss ja diese nachgewarnte, also das sicherlich aus einer Versicherungsdenke schon irgendwie nachvollziehbar. Ist aber auch so aus dem Gewöhnungseffekt, glaube ich, auch gewollt, ne? Also nicht ungewollt, der Effekt, dass sich dann auch 18-Jährige trotzdem schon anfangen, eigenes Auto, auch wenn es noch ein Gebrauchtauto ist sozusagen, zu werben, mein Auto sozusagen, dass das so eigentlich der wesentliche, das wesentliche Moment ist sozusagen, und dann vielleicht mit 21, 22 wieder auf das eigene Auto verzichten, wenn sie in der Stadt wohnen und sagen, ja, jetzt darf ich carsharen und jetzt gehe ich wieder auf ein anderes Konzept über. So Oder sie landen letztlich gleich bei Uber und sagen dann, das ist eigentlich konsequenter, dann brauche ich mich damit überhaupt nicht mehr beschäftigen, ich werde abgeholt, ich werde irgendwo hingebracht, genau. Ende Gelände. Genau. Na, wobei ich glaube, so der Unterschied zwischen einem Chauffeurdienst und einem Selbstfahren, das ist vom Preis immer noch 2 bis 3. Also wenn ich 18 bin, dann ist das noch, glaube ich, ein relevanter Punkt. So, wenn ich dann vielleicht 20 Jahre älter bin oder 15 Jahre älter bin und in der Stadt wohne, dann kann ich mir das vielleicht eher leisten, und dann sage ich, wenn es in der Nähe steht, aus Convenience-Gründen, dann nehme ich das Carsharing-Produkt, wenn es vor der Haustür steht, ansonsten um keine 500 Meter zu gehen, und wenn es regnet, dann nehme ich halt den Chauffeurdienst, und ich habe das alles sozusagen in einem Interface, und das kann dann tatsächlich aber klar und ersetzt dann halt die Anschaffung des eigenen Autos, und das ist dann ganz klar transformativ. Ich finde es ein bisschen schade, dass für die Betreibergesellschaften, die dahinter stecken sozusagen, dass da aus dem transformativen Potenzial nach meinem Eindruck noch nicht alles geschöpft wird, was halt möglich wäre. Müssen dann erst wieder die Amis kommen und uns zeigen, wie es geht. Ja, die Amis sind ja schon da. Uber ist ja schon da. Aber noch sehr gebremst eben, gerade in Deutschland. Ja, aber nicht aus mangelnder eigener Ambition, sondern dass sie halt in ihrem Geschäftsmodell erheblichen Widerstand von den hiesigen Lobbyunternehmen, der Politik und so weiter und so fort haben. Zum Teil ja auch berechtigt, fairerweise. Aber ich glaube, sie werden da Wege finden, in jedem wichtigen, für sie wichtigen Markt ein konkurrenzfähiges Angebot auszuprägen. Sie haben die Finanzierung, sie haben den Cash, sie haben das Talent, und sie werden da Mittel und Wege finden. Ja. Also wie das gehen kann, habe ich neulich in Amsterdam gesehen. Da ist die Einigung gewesen, dass die Uber-Fahrer alle einfach eine ganz normale Taxilizenz haben auch oder diesen Genehmigungsprozess durchlaufen. Viele haben übrigens auch dann ein Taxischild im Kofferraum liegen und fahren auch dann Normaltaxi. Und das normale Taxi kostet ungefähr das Doppelte wie Uber. Insofern bedienen sie dann teilweise zwei Märkte gleichzeitig und sind aber im Grunde normal lizenziert. Und damit sind diese ganzen rechtlichen Themen einfach vom Tisch. Und das funktioniert. Naja, funktioniert zumindest. Also aus so Nutzersicht hat es super funktioniert. Man kam mit Uber da halt zurecht und ich komme dahin, wo ich hin musste. Gut, vielleicht nochmal Blick in eine ganz andere Branche. Und das liegt uns ja rein räumlich gesehen noch viel näher, wenn man sich Otto anschaut, die mit Collins und About You
in den letzten Jahren ja doch einen ziemlichen Coup eigentlich gelandet haben. Das für manche Beobachter kam das auch relativ überraschend. Ist das in deinen Augen der richtige Ansatz, den Otto da gewählt hat? Definitiv. Also ich glaube, das ist ein extrem spannendes Projekt, was Tarek dort macht. Ich glaube, sie machen vieles richtig. Sie haben ja, wenn man sich auch nochmal so die ersten Pressemeldungen anschaut, mit denen sie halt gestartet sind, wie sie eigentlich starten wollten, das waren ja noch sehr viele, ich glaube, so sehr stark aus einer SEO-Denke gedacht, viele Verticals parallel aufzubauen mit vielen Brands und so weiter und so fort. Und dann zu gucken, mit welchen Themen, mit welchen Umfeldern generiere ich dann Bootstrapping-mäßig interessante Nachfrage, kanalisiere das dann. Also irgendwo so eine Plattform-Idee, von dem sie sehr schnell wieder weggegangen sind und sich dann auf ein Brand fokussiert hat, About You, was, glaube ich, im Fashion-Bereich auch extrem richtig ist, weil es ist am Ende des Tages, es ist Fashion auch ein sehr inspiratives Produkt. Ich brauche letztendlich halt auch das Kuratierende, das Inspirierende. Aber es ist natürlich auch ein Geschäft, das extrem stark vom Sortiment und vom Angebot halt lebt und ich immer und die eigene Relevanz davon extremst abhängt, welche Ware habe ich eigentlich im Start und mit welchen Sortimenten, mit welchen Brands bin ich am Start. Und andere Themen wie Plattformeigenschaften fairerweise erst an zweiter und dritter Stelle stehen. Insofern fand ich jetzt in der Historie es genau richtig, mal Dinge auszuprobieren, sich dann wieder zu konsolidieren, auf einen Brand, den nach vorne zu schieben. Und dann gab es tatsächlich, ich glaube, darauf zielte deine Frage auch ab, ja schon dann in der zweiten Iteration nach meiner Beobachtung diese Plattform-Idee. Wir bauen im Grunde genommen ein Ökosystem auf, und bieten Entwicklern APIs, um anzudocken und wollen eigentlich die Fashion-Plattform in Deutschland werden und Entwicklern ermöglichen, sehr innovative Services sozusagen auch auf dem Shop zu ermöglichen. Und das war, glaube ich, nach meiner Beobachtung viel zu früh. Und Zalando hat das viel später gemacht. Zalando hat das relativ schnell kopiert, glaube ich. Also die waren innerhalb von einem halben Jahr, sind sie im Grunde genommen mit einem ziemlich ähnlichen Konzept gestartet. Ich glaube, sie haben sich inspirieren lassen, sehr stark von den About You-Gedanken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tragisch, weil ich glaube, bei dem Plattform-Thema ja eins wichtig ist. Und das heißt, dass Plattformthemen ja immer nur dann funktionieren für beide Seiten, wenn schon eine kritische Nachfrage da ist. Ja, wenn ich jetzt Amazon 1:1 nachbauen würde mit dem Marketplace-Modell und ich hätte null Traffic drauf, das hätte ja null Relevanz. Und auch Amazon musste ja lernen, wie das Marketplace-Spiel überhaupt funktioniert. Ich glaube, sie haben 2-3 Anläufe gebraucht, damit es am Ende des Tages wirklich abgehoben hat. Und wann haben Sie damit angefangen? 2004, 2005, vielleicht schon ein Jahr früher. Relativ früh tatsächlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich gut lief, auch die Frage, wo packe ich denn eigentlich jetzt auch die Alternativangebote auf der Product View? Wo positioniere ich die eigentlich? Mache ich das direkt unterm Bestellbutton? Mache ich das daneben? Wer rankt eigentlich wie? Ich glaube, das hat am Ende des Tages 10 Jahre gebraucht. Das war bis in die 2004er, 2005er Jahre, bis man sagte, okay, so funktioniert der Marketplace. Das sind auch schon wieder 10 Jahre her. Aber hey, also Amazon ist 95 gestartet. Und sie haben es nicht im ersten oder zweiten Jahr gemacht, sondern sie haben es im Jahr 10 gemacht, vielleicht im Jahr 8 und 9 geübt. Und About You hat im ersten oder zweiten Jahr angefangen, die Plattform-Story rauszuhauen. Und das zu einem Moment, wo einfach die Nachfrage noch nicht da war.
Ja, und dann funktioniert das Ökosystem einfach nicht. Also dann habe ich Entwickler, die was machen, aber da habe ich ja ein sehr starkes, sehr starke Abschläge. Ja? Ich habe vielleicht am Tag 50.000 Nutzer auf der Plattform und von diesen 50.000 Nutzern nutzen dann diesen Service vielleicht 3.000 oder 2.000. Ja. Den ein Dritter jetzt entwickelt hat. So, und da muss aber ja noch ein Geschäftsmodell dran hängen, das heißt nur an der Nutzung verdient unter Umständen der Third Party noch nicht, sondern erst an einer Transaktion. So, und an dieser Transaktion hängt dann ja eher nochmal sozusagen eine Conversion-Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 3%. Und dann bleibt am Ende das, und davon kriege ich dann eine Provision. Ja, also das ist die Ableitung von der Ableitung von der Ableitung von der Ableitung. Und da bleibt am Ende des Tages bleiben mir dann nur noch lousy Pennies über, würde Hubert Boer sagen. Und Zalando hatte ja, als sie mit ihrem Plattformmodell gestartet sind, einfach eine Reichweite. Sie sind mit einem Brand gestartet. Sie sind um dieses Plattformgeschäft in die Gänge zu bekommen, haben sie extrem hoch gewettet. Und das Plattformgeschäft besteht ja eben aus diesen beiden Seiten, Angebot haben und Nachfrage haben. Und Angebot bedeutet im Fashion-Bereich, ich muss die Marken und ich muss die Ware und Stock haben, damit ich das Lieferversprechen erfüllen kann. Also brutal ins Invest zu gehen mit achtstelligen Invests, neunstelligen Invests, Entschuldigung, pro Saison, um die Ware am Start zu haben. Und dann auf der anderen Seite die Marketing-Spendings passgenau zu haben, damit ich so viel Traffic auf der Webseite habe, dass die Ware, die ich im Lager habe, auch möglichst abschlagsfrei rausverkauft wird. Oder mit Abschlägen, die im Businessplan hinterlegt sind, sozusagen. Also die Ware muss ja das Lager einfach verlassen und dazu brauche ich eben den Traffic auf der Website. Umgekehrt, je mehr Ware ich habe, je mehr Brands ich habe, je besser ich sortiert bin in den Größenlagen, in den richtigen Brands und so weiter und so fort, desto relevanter bin ich natürlich für den Nutzer, der auf der Plattform ist, und desto höher ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit. Je höher die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist, desto stärker kann ich mir sozusagen im Marketing, in der Kundenneuakquise sozusagen es leisten, hohe CPOs zu bezahlen für die Neukunden. Und wenn dann mein Customer Service stimmt und die Logistik sozusagen stimmt, dann gewinne ich darüber hinaus noch zufriedene Kunden, die dann wieder kaufen, was natürlich über den Customer Lifetime Value auch mich nochmal darin bestärkt, entsprechend aggressiv in der Neukundenakquisition sein zu können. So, und wenn so, und das, da kann ich ja, da habe ich auch nicht viele Schüsse frei pro Saison. Es muss eigentlich in jeder, zumindest in den ersten Saisons, muss das halt funktionieren, damit dieses Rad läuft. Ja? Also setze ich in einer Saison die Marketingkampagne gegen die Wand und ich gehe mit 200 Millionen Schaden, Warenschaden aus der Saison, bin ich tot. Oder ich investiere unglaubliches Geld ins Marketing und habe aber die falsche Ware oder bin ich lieferfähig, dann bin ich nachhaltig eigentlich auch tot, weil ich verbrenne mir halt den Namen. Und das zu matchen, das hat halt bei Zalando nach meinem Eindruck extrem gut funktioniert, dass der Schneeball kam ins Rollen, rollte den Hang runter und wurde dann immer größer und relevanter und größer, die Kugel. Und dann, wenn dann dieser Traffic da ist und diese Relevanz, dann kann ich anfangen letztendlich halt mit Plattform-Services und kann sagen, jetzt mache ich Brand-Services und erlaube meinen Marken nochmal auch in den PIM-Prozess einzusteigen, die Ware besser zu präsentieren, die Marke besser zu präsentieren auf eigenen Bereichen auf der Webseite. Ich gebe den Brand Analytics zur Verfügung, damit sie sich anschauen können, wie sie selber ihre Ware noch besser präsentieren können, wie viel Conversion sie auch haben, vielleicht im Vergleich zu anderen Marken, wo sie gut dastehen, in welchen Sortimentsbereichen und welchen schlechter und so weiter und so fort. Also da kann ich dann in so ein Plattformmodell im Grunde genommen reingehen, aber ich brauche dazu halt die Reichweite und die Relevanz. Und wenn ich das Zehnte habe sozusagen, dann klaut mir jemand diese Idee, kopiert sie und ich selber kriege aber nicht genügend Leute, die da mitmachen, weil in der Potenz ich einfach noch zu klein bin. Wobei witzigerweise Otto
insgesamt hat das ja eigentlich. Also das ist ja die Reichweite und das ist ja alles da im Gesamtkonzern. Nur natürlich nicht in so einem dann verhältnismäßig kleinen Projekt wie About You und Collins. Das ist dann ja klar, das ist natürlich dann immer eine philosophische Frage, wenn ich über Jahrzehnte sehr erfolgreich gewesen bin in der Dezentralisierung, wo ja auch ein starkes positives Moment ist. Ich glaube, Otto hat heute 123 Einzelgesellschaften und diese Einzelgesellschaften, die werden ja extrem unternehmerisch halt geführt. So, und dann das, und die unternehmerische Führung liegt ja nicht nur dann immer markiert in den einzelnen Geschäftsführern, die da die Einzelgesellschaften halt führen, sondern dann auch in eher übersichtlichen Teams darunter, die sehr kaufmännisch und nah am Markt und an ihren Kunden und an der Ware ihre Geschäfte halt führen. Das hat natürlich extreme Vorteile, weil es sehr viel Komplexität rausnimmt in der gesamten Konzernsteuerung, sage ich mal, wo es dann eben keine extrem großen Stäbe geben muss, die alles planen, organisieren. Aber der Plan- und Organisierungsprozess in solchen doch sehr an der Ware und den Konsumenten hängenden Geschäften außerordentlich schwer ist, sondern man braucht da die Leute direkt an der Ware und an den Konsumenten. Das hat extrem viele Vorteile, glaube ich, und gehabt in den letzten 50, 60 Jahren. Ich glaube, die Riesenherausforderung ist, dass im digitalen Zeitalter natürlich andere Kompetenzen auf einmal wichtiger werden. Und das fängt halt bei dem Riesenshift im Einkauf statt. Ja, wenn man heute den Blueprint im E-Commerce sich anschaut, Amazon, hat Amazon die Einkaufskompetenz schon extrem früh an die Konsumenten halt abgegeben. Ja, also historisch hat sich Amazon immer auf die Großhändler sozusagen gesetzt als Infrastruktur. Ja, der größte Buchshop der Welt konnte ja nur abgebildet werden, weil ich auf den Schultern von Ingram Micro als Großhändler halt stand. Und die Intelligenz sozusagen, welches Buch kaufe ich denn ein, das hatte Amazon gar nicht. Aber die Konsumenten haben aus dem Katalog ihre Bücher ausgewählt und dann halt bestellt. Also Pull, nicht Push. So, und dieses Mantra hat sich ja dann durch alle Sortimente eigentlich gezogen. Also ich brauche eigentlich als Amazon gar keine Einkaufskompetenz. Ich gucke einfach nur, welche Produkte und Sortimente die Kunden durch meinen Prozess ziehen. Also ich sehe das dann schon. Ja. Und deshalb konnte ich auch im Marketplace im Grunde genommen mein Sortimentsangebot beliebig vergrößern. Und wenn ich sehe, dass bestimmte Produktbereiche, Kategorien, Einzelartikel, bestimmte Größen erreicht haben, dann habe ich sie mir selber sozusagen eingekauft, ja, auf Lager gesetzt, um meine Marge zu erhöhen. Und dann haben die Kunden daraus letztendlich halt gekauft. Ja. Und das heißt, dieser Einkaufsprozess, der ja im Versandhandel auch bei Otto und den klassischen Versandern sehr stark ist, den brauche ich eigentlich in dieser neuen Welt, ist der einfach nicht mehr so relevant. Ich brauche ihn immer noch, gerade im Fashion-Bereich. Aber er funktioniert dann doch anders. Und was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist der zweite große Treiber, dass das E-Commerce-Geschäft ein unglaublich technologiegetriebenes Geschäft ist. Also ob das jetzt die Logistik angeht, ob das die E-Commerce-Prozesse angeht, ob es die Analytics angeht, die Customer Intelligence, das Optimieren, das gesamte Thema Performance Marketing, also diese ganze Customer Journey vom ersten Werbemittelkontakt bis zur Retoure ist im Grunde genommen hier ein sehr stark technologisch bedingter Prozess, der sehr stark ausoptimiert werden musste, wo ich extrem viel Intelligenz brauche und wo auf einmal diese Software-DNA eines Unternehmens zum Vorschein kommen muss oder eben nicht, wenn ich diese Software-DNA eben nicht habe. Und da haben natürlich Skaleneffekte einen riesen Vorteil, wenn ich dann Hunderte von Gesellschaften habe, die alle dezentral sind, mit eigenen IT-Systemen, auf eigenen Plattformen sind und so weiter und so fort, dann habe ich natürlich einen strukturellen Nachteil gegenüber jemandem, der im Grunde genommen eine Technologieplattform hat, auf der alle diese Prozesse
im aktuellen Stand sozusagen der Technologie oder vielleicht sogar als Technologietreiber, immer ist es heute ein Technologietreiber im Markt, ja, der größte Datacenter-Betreiber der Welt ist ein Amazon, und das ist ja sozusagen, die Intelligenz liegt ja auch im Datacenter-Betreiben heute nicht mehr, dass ich Blech und Strom sozusagen manage, sondern dass ich die Software halt manage. Das ist ja auch eine Software-Company, wie ich ein Datacenter halt manage und wie ich die Cloud-Lösung halt auspräge, wie ich Analytics-Lösungen at scale halt baue und so weiter. Das sind ja alles softwaregetriebene Themen. Datacenter wird heute über die Software definiert und nicht mehr über die Physik. Und insofern ist da diese Software-DNA halt eben da. Und das und dann habe ich, wenn ich das halt völlig dezentral mache, atomistisch balkanisiere alles, habe ich natürlich ein Thema. Ja, das heißt im Grunde aus Otto Sicht wäre jetzt eine Variante zu sagen, das lassen wir einfach erstmal alles so dezentral, denn das zu vereinheitlichen wäre ja ein Albtraum. Und meine Strategie ist dann eigentlich sowas wie Collins About You möglichst schnell, möglichst groß zu machen, um dann eben ein Zukunftsthema zu haben, was ich nach oben skalieren kann. Und da muss ich dann aber massiv natürlich rein investieren, während das Bestandsgeschäft irgendwie auch weiterläuft und wahrscheinlich auch weiterhin noch Investitionen erfordert. Genau, also das wäre ein möglicher Pfad. Wahrscheinlich ist es dann immer so, dass man aber in der Praxis sieht, dass auch die Software-Systeme, die man dann halt baut, für eine About You, die werden eben auch optimiert natürlich gebaut für den Use Case About You und nicht um noch 100 andere Marken und Versandhandelsmodelle drauf zu fahren. Also insofern ist das schon eine extrem knifflige Transformation. Ja. Ich würde gerne noch, und ich bin jetzt mit meiner Dramaturgie eigentlich dann doch wieder ganz zufrieden, weil wir kommen am Ende ja jetzt zu einem Projekt, was uns noch näher liegt, als also rein räumlich gesehen, TuiFly.com, das damals gestartet ist als HLX.com, ich glaube 2002 war das. Worin besteht da die transformative Kraft? Also bei HLX.com war es ja damals im Wesentlichen die Idee der TUI, die No-Frill-Airlines, die damals drohten, auf den deutschen Markt zu kommen, also die EasyJet, Ryanairs, die draußen zu halten und zu sagen, das ist ein Problem für uns, wenn die kommen, weil das führt zu einem Unbundling einfach des Reiseerlebnisses. Und ich bin in der Pauschaltouristik zu Hause, das heißt, mein Produkt ist eigentlich das Bundling aus Anreise zum Flughafen, der Flug, der Transfer zum Hotel, das Hotel und dann gegebenenfalls auch noch Aktivitäten am Urlaubsort. So. Und daraus, das paketiere ich im Grunde genommen als TUI. Und so eine No-Frill-Airline droht natürlich, dieses Paket aufzuschnüren. Durch die extrem günstigen Einstiegslagen und Eckpreise der No-Frill-Airlines auch sehr verführerisch halt aufzuschneiden, zu sagen, ich komme für 9,90 Euro nach Sardinien. So, und für 20 Euro mehr komme ich halt nach Mallorca und so weiter. Und dann sucht der Kunde unter Umständen über ein Portal dann am Urlaubsort dann auch das nächste günstige Hotel und irgendwie vom Flughafen zum Hotel, da nehme ich mir irgendwie einen Mietwagen. Also all diese einzelnen Leistungsbausteine, die sind ja dann auch übers Internet halt selber halt buchbar und dann die Bündelungsleistung geht verloren. Und insofern wurde der Markteintritt schon als Gefahr gesehen. Und daher die Idee, mit einer eigenen No-Frill-Airline erstmal aus einer defensiven Haltung heraus den deutschen Markt erstmal dicht zu machen. Ja, also und dafür zu sorgen, dass es den neuen Wettbewerbern extrem schwerfällt, in Deutschland ein eigenes Geschäft zu betreiben. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, vielleicht ist das ja eigentlich auch ein Geschäftsmodell, was nicht nur einen defensiven Charakter hat, sondern im Gegenteil auch noch Neugeschäfte tätigen kann, wenn ich auf einmal eine der führenden europäischen No-Frill Airlines werden kann. Ob das jetzt damals ein German Wings war oder HLX.com. Am Ende des Tages hat man dann gesehen, dass das einfach nicht so funktioniert, weil die Kostenvorteile, die ein
EasyJet, aber vor allen Dingen auch eine Ryanair in ihrem Betriebsmodell haben, durch die durch eine extreme Einfachheit in der Flottenpolitik beispielsweise, in dem Anfliegen von B- und C-Flughäfen, was man einem Pauschaltouristen, der ja auch mal in der Wertigkeit durchaus auch einen fünfstelligen Betrag bezahlt für eine Reise, nicht zumuten kann, auf eine B- oder auf eine C-Lage geht. Also ich bin auf die großen Airports eigentlich angewiesen, um meine gesamte Customer Experience nicht zu gefährden. Ich muss mein Personal genauso gut bezahlen wie vorher auch. Also ich kann jetzt nicht einfach zu No-Frill-Personalkosten operieren. Das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass man so richtig wettbewerbsfähig auf der Preisseite nie war mit den Ryanairs dieser Welt. Und deshalb man sich nach ein paar Jahren entschieden hat, diesen ursprünglichen Gedanken, eine eigene No-Frill-Airline aufzubauen, nicht weitergehen kann. Also. Und auf der anderen Seite aber das kleine Dilemma hatte, dass diese Einzelplatz-Internet-Vertriebsplattform, die man für das Airline-Geschäft aufgebaut hat, dass sie extrem erfolgreich waren, weil 95-98% aller Flüge auf diesen Plattformen wurden natürlich über das Internet gebucht und nicht über das Reisebüro. Und jeder Touristiker ist ja in dieser Transformation, den Online-Anteil zu erhöhen. Ja, und tut sich da ja auch nicht leicht, den Online-Anteil zu erhöhen. Klar war, dass so ein Angebot, was einen Online-Share von 98 oder den hohen 90%, ich weiß nicht genau die Zahl aktuell, hat, dass man die, dass das irgendwie ein Asset ist und wenn man sich aus diesem Geschäftsmodell verabschiedet, eine eigene große No-Frill-Airline aufzubauen, sondern dass man im Wesentlichen wieder nur eine Fluggesellschaft haben will, wie früher auch, um sein Pauschalgeschäft zu bedienen und noch ein bisschen arrondierenden Einzelplatzumsatz haben möchte, um die Auslastung dann auch im Yield ein bisschen zu erhöhen, dass das eigentlich ein Asset ist, sich aber alleine in der Vermarktung nicht rechnet. Und die Idee, die dann damals entstand, war zu sagen, komm, lass uns doch aus der HLX.com, wenn wir sie denn jetzt neu erfinden müssen, und aus der HLX.com würde dann die TuiFly.com, dass wir daraus eine Plattform bauen. Dass wir also anderen Fluggesellschaften halt ermöglichen, wie beispielsweise der Air Berlin, der Germanwings, aber auch vielen anderen kleineren Fluggesellschaften, auf dieser Plattform auch ihre Flüge und ihre Flugverbindungen halt anzubieten. Mit dem typischen Effekten, die man ja dann in diesen Plattformmodellen hat, die daran liegen, A, dass man aus der Konsumentensicht das Angebot ja viel relevanter macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ein Angebot finde von A nach B an dem Tag und zu der Uhrzeit ja viel, viel größer ist, wenn ich nicht nur das Angebot einer Fluggesellschaft habe, sondern die Angebote vieler Fluggesellschaften dort habe. Ich bin ja dann Portal. Und auf der anderen Seite, dass man das Vermarktungsproblem natürlich entschärft, weil den Traffic, den ich ja generieren muss, teuer über die GAFAs, sich ja nur dann rechnet oder beginnt zu rechnen, wenn ich eine hohe Konvertierungswahrscheinlichkeit habe. Und je relevanter mein Angebot ist und je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Nutzer ein relevantes Angebot auf der Plattform findet und dann kauft, desto mehr kann ich mir vorne an der Traffic-Seite halt leisten zu bezahlen, weil ich ja hinten raus dann halt über die erhöhte Konvertierungswahrscheinlichkeit auch einen Ertrag habe. Wenn ich diese Konvertierungswahrscheinlichkeit mit meinem eigenen Angebot nicht habe, kann ich mir eigentlich nicht leisten, das Angebot zu vermarkten. Also insofern waren das eigentlich zwei sehr starke Hebel, die dafür sprachen, dann das Geschäftsmodell komplett zu verändern und das Einzelplatzgeschäft durch ein Portalgeschäft zu erweitern. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt im Grunde auch da anders, komplett anders gestartet und dann irgendwann, also im Startup-Deutsch heißt das ja Pivot sozusagen, man erfindet sich im Grunde nochmal neu, man sieht, was hat man für ein Asset und was kann man daraus machen. Genau. Ich glaube, das ist halt immer
glaube ich, dieses oder Effectuation, wie man es auch nennen kann, also zu gucken, welche Ressourcen hat man eigentlich, welche Assets hat man eigentlich und wie kann ich diese Assets, die ich habe, durch Hinzufügen, Addieren, durch Umstellen in ein Modell wandeln, was am Ende des Tages dass die Überlebensfähigkeit der Organisation halt sichert. Kann man so mit dem, wo TuiFly.com steht, heute zufrieden sein? Oder siehst du Potenziale, was noch weitere Erweiterungsmöglichkeiten sein können? Ja, der touristische Markt und der gesamte Online-Markt, der entwickelt sich natürlich immer weiter. Wir haben, als wir anfingen mit TuiFly.com, ist es schon viele Jahre her. Heute haben wir Portale wie Booking.com, die eine ganz starke Rolle haben in der Customer Journey. Und wo ich natürlich ständig einen Benchmark habe und sage, wie bleibe ich in dieser Welt mit meinem Angebot halt relevant? Kann ich auch den ganzen Schwenk der Konsumenten auf die Smartphones, wie kann ich das eigentlich in der User Experience noch besser unterstützen? Also, jeder kennt es, glaube ich, dass der Web-Check-It, die Flugbuchung, die findet oft noch auf dem Portal statt, aber auch da wird der Smartphone-Anteil viel, viel größer und wird dominierend in Zukunft sein. Aber viele andere Use Cases um den Flug herum, also das fängt ja an beim Web-Check-In, den jeder kennt, und bei der Übernahme sozusagen des Tickets dann in seine Wallet auf Android oder auf dem iPhone. Das ist ja ein typischer Use Case, den machen eigentlich 95% natürlich heute auf dem Smartphone. Das sieht man ja auch, wenn man am Flughafen dann einbucht. Da gibt es ja kaum noch Leute, die dann einfach dann mit dem Ausdruck noch vorbeikommen und den auf den Scanner halten, sondern man hält sozusagen ein Smartphone auf den Scanner. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren ja dramatisch halt verändert. Und insofern ist das sicherlich so der Teil, den man sich sehr, sehr genau jetzt anschaut und natürlich auch weiterentwickeln muss. Ja. Gut, das war ja wieder eine ganze Menge Stoff heute. Interessante Beispiele auch. Es gibt sicherlich noch mehr, die wir uns auch vermutlich in einer der nächsten Folgen dann nochmal anschauen werden. Aber heute haben wir, glaube ich, schon mal dem Zuhörer, Zuschauer auch genug zugemutet. Insofern erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Martin.